Hallo ihr Lieben, heute gibt es einen Videowunsch von Schnuffi. Und zwar ist der Videowunsch, ein Video über die artgerechte Katzen- oder Hundeernährung zu machen. Ich werde eine Reihe machen und fange mit der Hundeernährung Teil 1 an. Viel Spaß bei dem Video! Hallo! Was man immer bedenken sollte. Hunde stammen vom Wolf ab und sind keine Veganer oder Vegetarier. Der Hauptbestandteil der Hundenahrung ist Fleisch. Denn Fleisch enthält viel Eiweiß und Nährstoffe, wie Eisen, Zink, Selen und B-Vitamine. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Aber der Wolf isst ja nicht nur Fleisch, sondern auch Beeren, Gräser, Kräuter und vieles weitere aus der Natur. Wenn man einen Hund art- und tiergerecht sowie auch ausgewogen ernährt, bleibt er auch besser gesund. Kommen wir zum verschiedenen Futter vom Hund. Er kann ja Fleisch, Gemüse, Obst und so weiter essen. Richtiges Fleisch von Tieren ist zum Beispiel für den Hund Muskelfleisch oder Pansen. Ich finde es aber auch irgendwie richtig schade, wenn man seinem Hund Fleisch füttert, denn das sind ja geschlachtete Tiere und diese tun mir richtig, richtig leid. Aber der Hund sollte Fleisch essen, denn das ist der Hauptbestandteil seines Futters und einfach die artgerechteste Ernährung. Wenn ein Hund gerne Gemüse isst, kann man ihn zu dem Fleisch, was natürlich in Trockenfutter und Nassfutter enthalten ist, Blattsalat, Brokkoli, Fenchel, Karotte, gekochte Kartoffeln, Pastinake oder Spinat zum Beispiel mit reintun. Wenn euer Hund Obst mag, könnt ihr ihm auch ein bisschen Obst mit in den Napf tun, wie zum Beispiel Apfel, Banane oder Birne. Geeignete Kräuter sind Basilikum, Bohnenkraut, Brombeerblätter, Dill, Löwenzahn oder Minze zum Beispiel. Im nächsten Video geht es dann weiter mit der artgerechten Katzenernährung und dann im nächsten Video mit der artgerechten Hundeernährung Teil 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao!